Hallo, ihr Lieben da draußen. Ihr seht mich gerade in meinem Garten sitzen und ich komme von einem Gespräch, was mir gerade sehr viel Hoffnung zurückgegeben hat. Nicht nur das, ich sitze hier irgendwie zwischen den ganzen Tieren und das ist hier gut besucht und wird gut angenommen. Die Blühwiese, es wird immer mehr. Ihr seht jetzt auch die ersten Kornblumen, die hier so zwischen sind. Voll schön, das schenkt mir alles unglaublich viel Kraft. Zunächst möchte ich mich erstmal bedanken für all die Nachrichten, die mich erreicht haben und Angebote. Ja, es hat sich nochmal ein Weg aufgezeigt, den es aber zu gehen gilt. Und jetzt für den Moment. Erstmal das Allerwichtigste. Ich hatte so massive Schmerzen. Mein Körper ging gar nicht mehr. Auch Gehirnfunktion ausgesetzt, war richtig, richtig schlimm. Und aus diesen richtig dollen Schmerzen bin ich jetzt raus. Die sind auf jeden Fall weniger geworden. Ich muss aber aufpassen, betrifft meinen Rücken, betrifft meine Schulter, betrifft meinen Nacken. Und mein Ischias. Ischias kann so die Hölle sein, echt. Ist nämlich gestern zu allem dann auch noch dazu gekommen, abends. Hat mich dann aber zum Glück nicht mehr in der Nacht verfolgt und habe jetzt auch heute mal das erste Mal heilsam schlafen können. Das tat echt wirklich richtig gut. Letzte Nacht auch einigermaßen Ruhe gehabt. Ja, wie geht's weiter bei mir? Meine Situation ist ziemlich brutal zurzeit, kann man so sagen. Trifft es auch im Kern. Also, das kann man sich nicht ausmalen. Also ich hab das schon geschrieben. Die Gründe sind vielschichtig und haben nicht nur mit dem Garten zu tun irgendwie. Also ganz im Gegenteil, das meiste ist draußen, aber die Aufgabe des Gartens ist natürlich ausschlaggebend von hier gewesen. Jetzt im Moment ist ein wenig Hoffnung aufgekommen, dass es hier ganz das Ganze weitergehen kann. Aufgrund des Gesprächs, was ich gerade hatte. Jetzt für den Moment brauche ich erstmal Zeit, damit das alles sackt, weil derzeit überschlagen sich bei mir im Leben die Ereignisse und ich habe da bei einigen Themen auf jeden Fall gut zu knabbern. Jetzt in diesem Moment bin ich überglücklich, hier sitzen zu können mit einem positiven Gefühl, mit Hoffnung. Gleichzeitig ist bei mir auch Schicht im Schacht, also ich bin kaputt. Trage mich diesen Tag dann noch durch und freue mich auch schon auf zu Hause, obwohl auch der Ort ja so seine Narben hat aus der Vergangenheit und auch also meine Wohnsituation ist einfach folgende: Dieser Ort ist für mich so unglaublich wichtig, weil meine Wohnsituation so ist, dass nebenan ist die Polizei, man hört eigentlich nur noch Sirenen. Ich bin sensibel, ich kann Geräusche nicht gut ab. Baustelle nebenan, da werden Riesenbohrungen gemacht, über 100 Stück. Das merkst du in der Wohnung. Das meiste ist allerdings schon gelaufen, aber wie so Nadelstiche kommt immer mehr. Und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht weiter ausholen. Auf jeden Fall ist das nicht der Erholungsort, den man sich wünscht für ein Zuhause. Wobei es trotzdem sehr viele positive Phasen gibt, gar keine Frage, und auch Erholung, aber gesamtsituationsmäßig bin ich da schon so lange und auch da läuft das Fass schon sehr lange über. Und auf lange Sicht möchte ich da definitiv weg. Vielleicht auch mittelfristig. Das geht alles nicht so schnell und so einfach, wie man sich das wünscht. Auch weil ich an Husum aus verschiedenen anderen Dingen gebunden bin und nicht einfach weg kann. Ansonsten echt vielen Dank für die Nachrichten. Da war auch ein Angebot aus, Moment, Glücksburg, Berg, Glücksberg. Ich muss mal gucken, ob wer im Hintergrund ist. Glücksberg, auch die Tiere, das ist so schön. Glücksberg aus einem anderen Schrebergartenverein. Und ja, das hat mich alles sehr berührt. Ich dachte auch, ich kann mich gar nicht mehr melden. Das sieht jetzt aufgrund dessen, dass die Schmerzen runtergegangen sind, so aus, dass ich jetzt ein Video drehen kann. Ich kann aber auch nicht lange sitzen, ich merke das auch gerade schon. Ist alles so ein bisschen Teufelskreislauf. Ich habe ja ein verletztes Knie und so auch noch, warum ich meinen Rücken nicht schonen kann. Ich würde gerne runter in die Knie gehen,
wie sich das gehört, auch ist richtig gut, aber das geht gerade alles zu Lasten auf meinen Rücken. Ja. Geht halt nicht. Es ist ein Teufelskreislauf. Es ist das eine Ordnung, geht das andere kaputt. Ich musste einfach durch und hoffe, dass ich Ende des Jahres dann hier so weit verheilt bin, dass es meinem Rücken dann auch nach und nach besser gehen kann. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich werde mich auf jeden Fall melden. Das war wohl doch noch nicht das Ende. Ich bin eigentlich vorhin hier hingekommen, um mich vom Garten zu verabschieden. Dann hat sich noch ein Gespräch entwickelt. Ich glaube, das ging 2 Stunden oder so. Jemand, der mir hier auf jeden Fall eine große Unterstützung auch war die letzten Jahre und auch mal für mich da war. Da habe ich auf jeden Fall ganz viel Mut zurückbekommen und auch Hoffnung, dass ja, das schon irgendwie alles wert. Ja, ich bin aber gerade so. Es ist bei mir nicht nur ein Thema im Leben. Ich könnte, glaube ich, 5 aufzählen. Mein Kopf macht da auch nicht mit. Der lässt es auch gar nicht zu, dass ich jetzt irgendwas aufzähle. Ich möchte das auch gar nicht so raustragen. Aber jetzt für den Moment, vorgestern der Zusammenbruch, gestern der Zusammenbruch, na, krabbelt mir da was hoch. Hallo? Die Fliegen mögen mich heute auch gerne. Ich stink doch gar nicht. Ja, einfach mal Hallo sagen. Oh, ich darf den Kopf nicht so verdrehen. Es geht immer hin und her. Ihr seht das, dass ich das mache. Das ist erstmal eine gemütliche Situation und dann kriege ich immer Ischias-Probleme. Das heißt, ich ertappe mich dabei und versuche dann wieder ordentlich zu sitzen. Ja. Also, Projekt Schrebergarten geht soweit erstmal weiter. Es sieht wohl auch so aus, dass ich diesen Gartenrundgang demnächst dann vielleicht auch noch drehe, aber im Moment ist erstmal meine Gesundheit dran. Regeneration. Gab eine kleine Unterbrechung, deswegen fange ich einfach bei dem an, wo ich gerade zuletzt war, aber am Anfang. Also ich habe gerade so viel um die Ohren und auch gesundheitlich, dass ich erstmal in die Regeneration gehe. Hier bleibt jetzt erstmal alles liegen. Ich kann sowieso nichts machen. Also wenn ich hier anfange, irgendwas zu tragen oder so, ich kann noch nicht mal meinen Rucksack mehr aushalten. Das bereitet mir schon Rückenschmerzen, ohne dass da was drin ist. Ja, das bedarf jetzt wieder eines Kampfes zurück. Ich denke aber, dass ich, wenn es einen guten Tag gibt, einen guten Moment, ich mir die Kamera schnapp und hier durchlaufe mit euch. Es wird auf jeden Fall ein großer Gartenrundgang, weil ich wirklich in alle Beete gehe. Und sollte es danach irgendwie doch nicht weitergehen, hier habe ich dann immerhin noch so ein Abschlussvideo, wo echt mal alles zu sehen ist. Ja, es liegt einiges an. Es war eigentlich dieses Wochenende geplant, aufgrund der Zusammenbrüche gestern und vorgestern halt. Muss das alles warten, Gesundheit geht vor, es bringt nichts, wenn ich irgendwann tot am Boden liege. Ja. Ich sage euch, dass die Vielfalt explodiert bei mir im Garten. Das gibt mir auch gerade unglaublich viel Kraft, hier zu sitzen. Das ist echt schön. Auch wenn ich super viele Sachen sehe, die ich hier Beikraut raus, mulchen. Kriegen nämlich jetzt schon eine beachtliche Höhe hier der Mais, auch die Sonnenblumen, Beikraut kann da raus, an anderen Stellen auch, ist dann ein Thema für sich. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Erbsen habe ich schon genascht und Erdbeeren habe ich gegessen vorhin. Und boah, hier steckt so eine Power dieses Jahr drin, also es ist unvergleichbar mit den letzten Jahren und ich glaube, da kommt noch was. Also mein Gefühl sagt irgendwie, hier gibt es noch jede Menge Überraschungen und auch was an Tierwelt zu mir findet. Ich habe ja schon ganz besondere Tiere und Ereignisse dieses Jahr feiern dürfen. Ja, so läppt sich das alles zurecht. Auch ich entdecke hier schon wieder so viele Sachen, aber es kommt in meinem Gartenrundgang und ich kann jetzt auch nicht mehr viel länger sitzen. Ich kriege jetzt auf jeden Fall im Nacken wieder Probleme. So sieht das aus. Ihr hört auf jeden Fall wieder von mir. Macht euch keine Sorgen. Ich habe ein bisschen Hoffnung zurückgewonnen. Schmerzen sind runtergegangen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen vor Ort Unterstützung bekommen, seelische Unterstützung. Und ich bin ein Kämpfer und werde auch nicht aufgeben. Und so geht das jetzt auch weiter. Ja, so kann man das irgendwie zusammenfassen. Okay.
Vielleicht zeitnah mit ganz viel Kraft schon, mit Zuversicht sehen wir uns wieder beim nächsten Gartenrundgang. Was anderes wird wohl nicht anliegen. Einmal überall rumgehen, ich zeige euch alles, alle Ecken, wo was los ist. Es ist wunderschön hier und auch es gibt unglaublich viel zu entdecken. Also das wird entweder ein richtig langes Video, das mache ich dann auch richtig lang. Also für euch da draußen, die nicht so gerne lange Videos sehen, macht euch eine Pause, nehmt euch das einen anderen Tag wieder vor. Ihr müsst nicht alles an einem Tag sehen. Ich mache das auch ganz oft so, dass ich danach euch Zeit lasse, dass ihr das Video zu Ende sehen könnt. Sprich, ja, dass ich nicht gleich wieder mit einem neuen Video komme oder so. Also ihr habt Luft, ich denke eine Woche mindestens. Fände ich sogar zwei, wenn es dann sehr, sehr lange wird. Oder vielleicht mache ich noch einen Zweiteiler draus. Das entscheide ich ganz spontan und nach meiner Intuition, nach meinem Gefühl. Ja, so, mein Nacken mag nicht mehr. Ja, ich bin gerade einfach nur super dankbar für alles und jeden, der zu mir findet. Danke für euch da draußen. Also die Reaktionen sind sehr berührend und ja, es wird weiter gekämpft. Im Moment leider Überlebensmodus statt Lebensmodus. Jetzt in diesem Moment allerdings ein bisschen Leben. Das ist sehr schön und ja, bleiben wir in der Liebe. So geht's weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.